Heute geht's zu diesem kleinen, netten, kompakten Keramikheizer. Entschuldigt den Versprecher. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Kanal eingecheckt habt. Heute ist zwar schönes Wetter, aber wir gehen auf die kalte Jahreszeit zu. Und ich habe hier oben einen 3 kW-Heizer. Dass die Tür auf ist, bitte zu entschuldigen. Aber ein bisschen frische Luft muss hier auch rein. Deswegen gibt es so ein bisschen Nebengeräusche. So. Das ist zu heftig. Und der hier, das ist genau das, was ich mir so vorgestellt habe, weil wir kommen mal gleich zu den Daten hier, so was hier so drauf ist. 220 Volt, maximal 1000 bis 2000 Watt, also 1 bis 2 kW. Und den würde ich gerne mit euch ausprobieren. Wir hatten ja letztens diesen kleinen, den verlinke ich euch oben im i. Und mal sehen, was der so bringt. Ich habe hier noch einen kleineren, der war mir zu klein. Und hier hinten steht auch noch mal ein, den zeige ich euch auch noch mal. Das ist eher für so. Und das ist ein Winter hier, gibt es hier keine Heizung. Das heißt, das geht alles über Elektro. Und wir hier will natürlich, möchte ich beim Videoaufnahmen für die Zukunft nicht frieren, weil wir sind hier jetzt endgültig fertig oder fast fertig. Hier fehlt nur noch eine Tastatur und ein Testrechner, den baue ich auch noch. Aber ausgequatscht, habt ihr schon mal ein bisschen Vorschau, was kommt. Und jetzt geht's ab zum Keramikheizer. Check, viel Spaß beim Video. Da ist unser kleiner Lüfter. Und zwar, diesmal sparen wir uns das Auspacken. Das ist ein Heizlüfter, 1000, 2000 Watt, zwei Leistungsstufen und ein sogenannter PTC-Heizlüfter. Ich habe da mal im Internet nachgeschaut, was das überhaupt PTC heißt. Wusste ich auch nicht bis heute. Alles mit Keramiklüfter und sowas kenne ich. Hier steht, Heizungslüfter sind leistungsstarke Heizer für die gezielte Luftführung und perfekte Klima in Schaltschränken zum Beispiel. Da gibt es eine positive Temperatur. Koeffizienz, PTC, Heizelemente, temperieren auf engstem Raum, selbstregelnde Gasgemische, Flüssigkeiten, Feststoffe. Sie sind extrem prozesssicher, überhitzen nicht und brennen nicht durch. Es geht um schwierige Einsatzgebiete im Automobilbereich, Lager, also auch für den Home-Bereich besonders gut geeignet. Gut, also das Ding hat hier 3 Stufen. Einmal die Cooling-Stufe, dann haben wir hier oben drauf Stufe 1, na? Stufe 2, ich habe ihn noch nicht eingeschaltet, Stufe 3. Und hier ist ein Thermostat drin. Zum Einschalten, wir gehen das mal noch ein paar Sachen. Der Stecker ist VDE, ist ein Schuko-Stecker, ist VDE gekennzeichnet. Hier ist dieses kleine Sicherheitsmodul, das heißt, wenn der umkippt, wenn das losgeht, dann, und er fällt um, geht er aus. Modell PTC 90901C, ABS und PC, Material 220 bis 240 Volt, das übliche 50 bis 60 Hertz. Und der ist CE gekennzeichnet, was eigentlich sehr wichtig ist. Gerade im versicherungstechnischen Bereich muss der in Europa, also in der EU, gekennzeichnet sein. VDE ist hier nicht drauf. So, ich stecke den mal ein. Ich hoffe, mir ist jetzt hier nicht die Sicherung durchgebraten. Ah, der hat noch keinen Strom. Der darf hier jetzt auch nicht über die Ecke stehen. Wenn ich das jetzt mache, das geht noch. So. Wir haben die erste Stufe. Und lassen jetzt ein bisschen. Hat man gehört? Hier ist eine Kontrollleuchte drauf. Ist ja auch sehr wichtig. Wenn das Mikro nicht ganz so schön ist, ich habe noch nicht das andere dran. Ich habe das günstige von der Firma dran. So, wir schauen uns mal die Geräuschentwicklung an. Weil er muss jetzt sicher erstmal ein bisschen, das ist. Er soll ja jetzt ein bisschen heizen. Ich muss mal gucken, auf welcher Stufe. Wir sind jetzt, das war Lüftung, die war schon recht kühl. Und wir lassen ihn erstmal aufheizen und ich mache eine Geräuschmessung mit. Wie gesagt, nur ein Anhaltspunkt. Die Dinger sind taugen natürlich nicht 100%. Wenn ich den jetzt schon einschalte, habe ich einfach im Gespräch schon 63. Na, schwankt das. Wir sind jetzt mal ganz leise.
und betragen das Ganze um 60 dBA. Ich gehe eine Stufe höher. Der Lüfter wird natürlich nicht lauter. Es wird dabei bleiben. Also so ganz, wenn ich jetzt hier nochmal 5 Grad abziehe, ist er nicht ganz so. Aber ich finde es erträglich. Also da ist er schon sehr heiß. Und nichtsdestotrotz. Wir kriegen hier, hoffe ich kriege das hin, 141 hatten wir, aus der 149 auf der zweiten Stufe. Es wird echt angenehmer. Also ganz ranfassen würde ich nicht machen. Ich gehe mal aus einer Entfernung, das könnt ihr jetzt nicht sehen, von circa, wir sind jetzt bei 50, 60 cm und da reichen hier noch eine Temperatur von 129 Grad circa. 125, jetzt kann man es nicht mehr sehen. Ich mache es nochmal, dann könnt ihr sehen, dann merkt er sich das. So, wir haben 127 Grad. So, da könnt ihr das besser sehen. Wir gehen runter auf eine Leistungsstufe und warten ein bisschen ab, bis er sich abgekühlt. Das ist natürlich unfair, sonst zu messen. Wie gesagt, diese Geräte sind nur ein bisschen Anhaltspunkte. Das sind keine Profi-Geräte. Aber damit man mal so ein bisschen, ne, einen Anhaltspunkt hat. Wir messen wieder aus 50, also direkt vor. Ich hoffe, der hier schwankt es. 70 ist noch eine gute Temperatur hier. Ist auch angenehm, man verbrennt sich jetzt hier nicht die Finger. Hier wird es heißer. Hier kriegen wir 88 Grad, 91 aus einer, naja, knapp vielleicht 10 cm Abstand. So, wir haben 82 Grad. Vergesst immer, dass die Dinger sich das auch speichern. Ungefähr die gleiche Temperatur nochmal in der Temperaturmessung in der Mitte. Aus ungefähr knapp schon fast einen Meter. Das wären 50, das könnten 100 sein. Ich lasse ihn mal ein bisschen messen. 62, eine erste Messung. Zwischen 80 und 85 Grad. Warte mal, wartet mal, mal sehen, das ist schwer zu sehen mit der Lichteinwirkung hier. Also es ist okay. Ich möchte ihn hier oben gerne lassen, weil gerade wenn ich mir den so jetzt hier hinstelle, dass ich es hier wirklich warm habe. Oder beziehungsweise der kommt nach hinten hin. Was ich cool finde, und das werden wir natürlich auch austesten, was passiert, wenn ich den jetzt umschmeiße? Habt ihr gehört? Fängt er wieder an. Ist ein Unterbrecherschalter drin. Das finde ich wirklich wichtig, gerade wegen Brandgefahr und. So, Thermostat mal ein bisschen runterdrehen. Wir haben derzeit eine Raumtemperatur, wenn ich hinten gucke, von 17 Grad. Ich werde ihn durchlaufen lassen und werde euch dann hinterher berichten, wie das Ganze sich verhält. Ich lasse ihn jetzt hier eine ganze Zeit laufen und dann lasse ich ihn mal 2-3 Stunden laufen, damit es hier ein bisschen warm drinne wird und gucken, ob wir die 5 Grad bis 22 Grad, er müsste ja dann abschalten. Ich kann natürlich jetzt nicht sehen, wie viel Temperatur hier eingestellt ist, aber es ist ziemlich weit unten. Na? Also sonst, ich finde ihn sehr handlich. Wir haben natürlich hier noch eine Nummer größer. Aber man hat hier halt die Wahl zwischen 1 und 2 kW. Und wie wir alle wissen, ist das nicht gerade günstig, ne? Wir sind bei ca. 58 bis 60 Cent, glaube ich, wenn ich das letzte Mal geguckt habe.
Da muss man sich schon überlegen, ob man hier heizt oder nicht. Ne? Aber wir haben ja keine andere Möglichkeit, weil hier ist keine Heizung drin und hier lässt sich auch keine verlegen, weil das halt ein Nebengebäude ist. Ach so, was noch zu sagen ist, bevor ich es vergesse, das Ding hat noch, deswegen haue ich den auch noch mal raus. Der ist derzeitige Preis liegt bei 44,99 € Tagespreis. Und es gibt hier einen Coupon, 20% wird direkt an der Kasse zugeordnet, gültig bis zum 31. Oktober. Also wer das Ding noch haben will, muss sich sputen. Zu den Produktabmessungen, das wollen wir nicht vergessen, sind 16 Tief, Breite, also 16 Breite, 18 cm und 24 cm in der Höhe, ne? Da den Finger nach oben. Das ist noch zu sagen, Umkippschutz, einstellbares Thermostat. Ja, so haben wir jetzt eigentlich im Groben alles, was hier über, und wie gesagt, schnelles Aufheizen, sagt er hier, und Überhitzungsschutz. Okay, heizeffizient. Also die geben hier nochmal an, das ist nochmal, ist niedriger als 45 dBA. Das kann ich jetzt nicht so ganz wiedergeben. Ich würde sagen so 55. Aber es wird ja auch immer ein bisschen geschwindet, ist wahrscheinlich, damit wir das besser kommen. Aber die Temper, also so, die Lautstärke ist aus meiner Sicht, es ist wirklich schön warm. Oh, ich sag hier ein Frostköttel. Gut, muss man aber eben sparsam mit dem Strom sein. Gut, ich lass das jetzt mal laufen und dann werden wir nachher sehen, ob wir hier eine anständige Temperatur kriegen. Ich kann es gar nicht glauben. Also ich habe eben gemessen, als wir hier hatten wir ja 17 Grad. Das, oh scheiße, jetzt hat er als Beweis 18 Grad, 1 Grad an der Decke aufgeheizt. Und das ist nicht besonders isoliert. Und das waren jetzt höchstwahrscheinlich nur 20 Minuten. Oder eine halbe Stunde gefühlt. Ich kann das nicht sagen, aber es ist schon eine Aufheizung. Wir wollen noch mal sehen, wir warten das Endergebnis hier. Also das ist so nach 2 Stunden rausgekommen, ja, 1 Stunde 45, 21,4. Wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, dann kriegen wir hier 22 Grad und das ist eine angenehme Temperatur. Ob er das im Winter schafft, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Jetzt kommen wir dann zu meiner Endrezension. Ich werde ihn auf jeden Fall noch laufen lassen, weil ich mich hier noch ein bisschen aufhalte. Und dann stelle ich ihn mal runter, damit meine Füße hier noch warm werden. Na? Gut, wir kommen jetzt zu meiner Endrezension. Bis dann. Ich habe ihn gestern hier nochmal aufheizen lassen am Abend. Es hat, hier waren 18 Grad, 17 Grad. Es hat schon locker 2 Stunden gedauert, ungefähr, bis ich dann hier eine wohlfühlende Temperatur von 22 Grad drin hatte, also 5 Grad aufheizen. Wir dürfen nicht vergessen, dieser Raum hat ein Volumen von ungefähr, ja, eine Quadratmeterzahl ist wohl besser gesagt von ungefähr 18 Quadratmeter. Nee, eher 15, gefühlt und geschätzt. Ja, wir sind schräg drin. Das ist schlecht gedämmt hier. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also gegenüber dem, ich habe noch so ein Teil, was ich sonst immer hier benutze, im letzten Winter, ist es okay. Also der kleine schwarze, der macht schon gut Power. Und ich hatte eine angenehme Wärme drin. Verbrauch 2 kW in auf der höchsten Heizung ist natürlich eine Hausnummer. Das dürfen wir aber nicht vergessen, da wir jetzt momentan so um die 58 Cent liegen, weil hier oben ist ein anderer Stromtarif als da. Das geht hier über meinen Vermieter und hier ist ein Zähler drin. Liegen wir bei 1,20 Euro, sage ich jetzt mal roundabout, inklusive Steuer die Stunde. Wenn man den 10 Stunden heizt, sind das 12 Euro, das ist schon eine Hausnummer. Ja, das muss man sich überlegen, ob man sich hier 10 Stunden aufhält. Werde ich mit Sicherheit nicht tun. Ja, so angenehme Wohlfühltemperatur, 20 bis 18 Grad, dann hält man es hier locker aus. Dafür eignet er sich. Das heißt, man muss ihn auch dann dementsprechend abstellen. Also ich bin zufrieden, wir haben einen Thermostat drin, dass er dann auch dementsprechend bei einer gewissen Temperatur abschaltet. Wir haben einen Umkippschutz und Stecker ist VDE gekennzeichnet. Wir haben eine CE-Kennzeichnung und es sind keine schädlichen Stoffe wie bei dem anderen drin. Das konnte ich soweit herausfinden. Heizleistung ist okay dafür.
Na, es ist jetzt nicht so ein Riesengerät. Und bei 1000 Watt laufen ist es in Ordnung. Na, also kurzzeitig zum Aufhalten mit 2000 Watt. Also ich würde mal sagen, so 4 Sternchen würde ich dem vergeben. Es gibt natürlich auch Größe. Wir haben hier noch so ein Prattling mit einem Gebläse drin. Das haut 3 kW weg. Ist es immer noch günstiger. Na, und bringt auch nicht mehr. Also ich packe euch den mal in die Videobeschreibung. Und ich gucke gleich nochmal auf den Preis. Derzeitiger Preis sind 44 Euro. Dafür ist er sehr günstig, muss ich ehrlich sagen. PTC Heizlüfter, energiesparend mit Überhitzungs- und Kippschutz. Das hat er auch noch. Maße hatte ich euch bereits gesagt. Liegt derzeit bei 44,99 Euro. Tagespreis, Coupon bis 31. Oktober 20%. Kann man sich ja selber ausrechnen. Das sind 10 Euro ungefähr, die man da fast spart. 40 Euro, da kann man sich wirklich jetzt nicht beschweren. Ich hoffe, zwischen 4 und 5 Sterne ist das gerechtfertigt, aber eher so 4. Also ich würde sagen, na? Und die durchschnittlichen Kundenrezessionen, da orientiere ich mich ja auch, ich lese das auch, liegen auch bei 4 Sternen. Und wir haben obendrein noch eine Kühlfunktion als Kühlung im Sommer. Kann man sich nicht meckern. Ich packe euch das Teil mal in die Videobeschreibung, wem es interessiert. Das ist ein Affairs-Link, damit ihr supportet den Kanal. Da schon mal danke für. Ihr könnt natürlich einkaufen, wo ihr lustig seid. Aber mich würde mal interessieren, was ihr von so einem Heizlüfter haltet. Wie gesagt, wir wissen ja alle nicht, was kommt. Ich hoffe, es kommt nicht der Super-GAU. Und wir müssen hier in der kalten Bude sitzen. Dann drehe ich am Rad. Das kann ich überhaupt nicht. Ich bin Frostkötze. Ja, das war es soweit mit dem Video. Na, an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen. Und wem es natürlich gefallen hat für unseren kleinen Superkanal, sage ich mal, ich Spaß beiseite, bitte Abo da lassen und Daumen hoch. Wäre schön, wenn wir jetzt endlich mal nach 5,5 Jahren ein bisschen nach vorne steigen. Ihr könnt es wirklich gebrauchen. Ich will das hier noch ein paar Jahre machen. Und irgendwann, wenn ich dann mal 70 bin, das sind ja noch einige Jahre, und das macht keiner weiter, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht mache ich da noch ein Video am Tag oder in der Woche. Schauen wir mal. Also geht fröhlich weiter. Wir haben auch noch genug am Start. Den Rechner kriegt er, wie gesagt, zum Wochenende zu sehen. Und ich wünsche allen eine schöne Woche, schönes Wochenende, wie auch immer. Und dementsprechend packe ich euch noch die anderen Heizlüfter, die ich getestet habe. Einen in i und die anderen findet ihr auch noch mal in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auch noch mal angucken. Ich sage tschüss und bye-bye. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Technikcheck auf dem Kanal hier. Macht's gut. Ich freue mich schon auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.